Gott, ich will mein Food-Tagebuch von Oktober bis Dezember machen. Ich weiß, ich habe mir ziemlich viel Zeit lassen damit. Aber ich komme auch leider nicht zum Videos drehen. Leider. Ich hatte jetzt ein langes Wochenende und ich war sowas von faul. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war wirklich extrem faul. Aber ja, gehört dazu, ich habe die ganze Woche arbeiten müssen. Fangen wir gleich mal an. Das heißt, ich rutsche mal in diese Richtung. Und wir fangen mit Oktober an. Im Oktober habe ich eine Pizza gegessen, was ja eh nichts Neues ist. Eigentlich esse ich sehr oft Pizza. Einmal im Monat ist immer mit drin. Leberkäse. Den hat, glaube ich, mein Vater mitgebracht und mein Bruder hat total übertrieben und sogar ein Riesenstück reingeschnitten in eine Semmel. Ich glaube, das Foto habe ich leider gar nicht mehr, aber das war so übertrieben. Dann habe ich selber was gekocht und das habe ich mir damit in die Arbeit genommen. Das war eine Gemüsepfanne. Da sind viele Nudeln dabei gewesen und so. Dann war ich essen. Ich weiß noch nicht mehr mit wem. Da habe ich Spaghetti mit Pilzsoße gegessen. Das war urlecker. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo das war. Dann war ich beim Starbucks mit Amy. Da haben wir sogar so einen kleinen Kuchen, glaube ich, gegessen, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich hier auf meiner Liste Schnitzel und Pommes. Das war noch von dem Stand, was vor meiner Arbeit war. Dieses andere Stand mag ich überhaupt nicht, was wir jetzt haben. Das ist das, wo ich dieses Schnitzel mit Pommes gegessen habe. Das gibt es nämlich nicht mehr bei uns in Arbeit. Und da ist jetzt ein neues und das mag ich überhaupt nicht. Dann habe ich Äpfel sehr oft gegessen in dem Monat. Deswegen habe ich heute das nochmal fotografiert, weil Äpfel sind ja relativ langweilig. Dann war ich glaube, da war ich mit der Amy bei Le Burger. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Sie hat mir das nämlich, glaube ich, gezeigt. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, aber ich war bei Le Burger. Die Burger sind so geil dort und die Soßen erst. Oh mein Gott, ich muss dort bald wieder hin. Dann habe ich gefüllte Paprika gegessen. Das sind die, was der Jan immer macht. Die liebe ich, die esse ich so, so gern. Ja, und dann kommt natürlich mein Halloween-Essen. Da habt ihr ganz, ganz viele Fotos. Ich glaube, ich habe es im Oktober 2017 sehr übertrieben mit dem Halloween-Essen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass meine Gäste sehr überfordert waren mit dem Essen. Deswegen werde ich das 2018 auf jeden Fall anders machen, weil das war, glaube ich, wirklich viel zu viel, das ich da gemacht habe. Kommen wir schon zu November. Im November habe ich zweimal Maggi gegessen. Hier habt ihr das eine Foto. Und dann war ich einmal mit dem Jan. Ich glaube, da hat er uns die Burger selber zusammengestellt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und danach waren wir im Kino, aber ich bin mir nicht sicher. Dann steht da Pizza. Da war ich allein unterwegs. Das war beim Pizza und Grill, glaube ich, heißt der Laden in Floridsdorf. Da gehe ich so gern hin, weil ich eben die Pizza urgern esse, weil die so einen dicken Rand hat. Ja, mein Opa war ja im Spital im November und ich habe ihn oft besucht. Und da habe ich ein Brot mit Käse gegessen. Da war, glaube ich, sogar Mozzarella drin. Das war gar nicht so schlecht. Ich hatte so einen Hunger. Ich hatte nämlich keine Zeit, was zu essen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich esse dort was. Da habe ich mir auch einen Kaffee genommen und der war so ekelhaft. Ihr könnt es den sehen. Der war wirklich, boah, der war grauslich. Dann habe ich aber einen anderen gefunden und der war gut. Weil ich glaube, das war ein Latte Macchiato oder Kaffeelatte, irgend so ein Blödsinn. Und das hat so ekelhaft geschmeckt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann hat mein Bruder einen faschierten Braten gemacht und er hat mich mitessen lassen. Ja, und das hat er sehr schön angerichtet und das war nämlich eher nicht ich. Dann Salat, da steht in Klammern mit Jan. Ich glaube, da war ich mit Jan essen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz sehe, das ist schon so lange her, ich hätte das Video viel früher machen sollen. Da steht dann noch Carbonara, da war ich auch mit Jan essen. Und Kaffee mit Jan. Dann kommen wir schon zu Dezember und wie immer Anfang des Monats eine Pizza, war ja immer wieder klar. Dann steht dann noch Schnitzel, ich glaube die waren von meinem Bruder. Die hat, glaube ich, er gemacht. Steht da nicht dabei, aber ich glaube, die waren von meinem Bruder. Dann steht da wieder Maggie. Also in den letzten drei Monaten habe ich so viel Scheiße gegessen. Ich glaube, deswegen sieht man auch, dass ich wieder richtig zugenommen habe. Ja, dann Kaffee Maggie. Da war ich nämlich mit dem Jan unterwegs. Ja, dann Brote. Da steht in Klammer Arbeit dabei. Ich esse nämlich so gern in der Arbeit, mache ich mir immer für die Arbeit mache ich mir immer zwei Brote. Und schneide noch Paprika dazu und Käse. In der Arbeit esse ich das so gerne. Zu Hause ja nicht, aber in der Arbeit schon. Sehen wie komisch, aber ja. Dann Mohnstrudel, nachdem bin ich sowas von süchtig. Ich kaufe mir jedes Mal einen und esse den immer am Nachmittag in der Arbeit.
Dann habe ich hier noch Wurstknödel. Ich glaube, die hat auch mein Bruder wieder gemacht. Mein Bruder ist sehr brav am Kochen mit. Sieht das auch? Er will das nämlich lernen. So. Dann habe ich da noch Fleisch mit Nudeln. Ah, das hat der Jan gemacht. Das war wirklich gut. Das hat mir wirklich, wirklich geschmeckt. Normalerweise mag ich das ja nicht so, wenn man über alles einen Saft drüber haut, aber das war echt gut. Dann habe ich einen ganzen Kuchen bekommen von einer Kundin von mir. Die backt immer was für mich. Und der war relativ groß, der war circa so. Ich habe ihn natürlich nicht allein gegessen, ich habe ihn mit meiner Familie geteilt, aber der war riesengroß. Tut mir leid, dass ich darunter abbrechen muss, aber ich habe so einen Schnupfen jetzt auf einmal, ich verstehe nicht wieso. So, also, ich war mit Roman ja chinesisch essen, weil wir waren einkaufen. Das habe ich auch mitgefilmt. Auf meinem anderen Kanal können Sie das sehen, da habe ich nämlich mitgefilmt. Was ich halt nicht mitgefilmt habe, war die Frühlingsrolle, was meine Vorspeise war, die war ziemlich dick. Und das war ziemlich viel, finde ich. Dann habe ich noch das chinesische Essen mir ausgesucht. Das war total lecker, aber auch viel, viel, viel zu viel. Aber, weil ich das bei jedem Tisch fast gesehen habe, da gab es ein flambiertes Eis. Ich habe das auch auf meinem anderen Kanal mitgefilmt, wie die das machen. Das war sowas von cool, deswegen musste ich auch eins essen. Und dann war ich so voll und mir war es so schlecht. Aber es hat sich gelohnt. ja, wir haben aber dann noch dazwischen ein Obst bekommen. Also Melone, Orange und Ananas, glaube ich, waren da oben. Und ich habe alles allein gegessen, weil der Roman kein Obst haben wollte. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie schlecht mir war, wenn ich das alles gegessen habe an einem Tag. Dann habe ich wieder Brote stehen. Keine Ahnung wieso. Zweimal hintereinander sogar. Fragt's mich nicht, wieso ich da zweimal hintereinander das fotografiert habe. Und einen Kuchen. Ja. Ja, dann an Weihnachten haben wir wieder Fisch gegessen. Das machen wir ja jedes Jahr. Und an den Feiertagen, und da habe ich auch mit gefilmt, aber relativ wenig, war ich ja mit Roman und Jan unterwegs und da waren wir auch essen. Da habe ich Sperrrips gefuttert. Danach haben wir sich einen Kaiserschmarrn geteilt. Und danach waren wir auch Punsch trinken. Eigentlich hätte ich den zahlen müssen, aber ich hatte einfach zu wenig Geld. Ich hätte nicht gedacht, dass das so teuer ist, Punsch trinken. Ich hätte es fast vom Stuhl gehauen, wie ich das gelesen habe. Ja, aber wir waren dann noch Punsch trinken, aber danach ging es mir überhaupt nicht gut. Keine Ahnung wieso. Dann steht hier noch Essen von Mama. Ja. Wir haben auch eigentlich Raclette gehabt, aber ich glaube, da habe ich keine Fotos. Ich hoffe es. Wenn, dann seht ihr es eh. Und an Silvester hatten wir auch noch einen Schokobrunnen. Haben wir auch jedes Jahr. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn das ein bisschen chaotisch war. Ich hoffe, ich habe auch jetzt nicht irgendwas vergessen. Aber ich glaube nicht. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, was ihr zurzeit am liebsten futtert, irgend sowas. Ich will auf jeden Fall ab Jänner jetzt meine Ernährung ein bisschen umstellen, habe ich auch schon. Nicht mehr so viel Scheiße in mich reinfressen wie in die letzten 3 Monate. Funktioniert zurzeit ganz gut, aber dazu seht ihr das dann in dem nächsten Food-Tagebuch. Ich glaube, ich mache es auch jetzt nicht mehr 3 Monate, sondern 2 Monate, sorry. Wieder diese riesen Schlapfen, die was immer die Kamera rumschieben. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir können sicher in den Kommentaren austauschen. Ich wette, ihr habt wieder alle Hunger und ich muss zugeben, ich auch. Also bis zum nächsten Mal. Bye!